Eine Bewegung ist periodisch, wenn sie sich identisch zu sich selbst in gleichen aufeinanderfolgenden Zeitabschnitten mit Dauer Groß T wiederholt. Groß T ist die Periode der periodischen Bewegung und demzufolge drücken wir Groß T in Sekunden aus. Es ist ja eine Zeit. Hier zwei Beispiele dazu. Die Rotation der Erde um ihre Achse ist eine periodische Bewegung, denn sie wiederholt sich identisch zu sich selbst in gleichen aufeinanderfolgenden Zeitabschnitten mit Dauer 24 Stunden. Die Periode dieser periodischen Bewegung beträgt also 24 Stunden mal 3600 Sekunden, weil in jeder Stunde stecken 3600 Sekunden. Und so finden wir, dass die Periode der Erdrotation um ihre Achse 86.400 Sekunden beträgt. Ein zweites Beispiel, das ist die Revolution der Erde um die Sonne. Auch diese Bewegung ist periodisch und die Periode berechnen wir durch 365,25 Tage mal 24 Stunden mal 3600 Sekunden. Die Periode dieser periodischen Bewegung beträgt also 31.557.600 Sekunden.